Vielen Dank für die einführenden Worte. Das war das einzig Technische, was euch erwartet in den nächsten circa 20 Minuten. Es ist schön, dass es so abwechslungsreiche Vorträge und Referate gibt im Zusammenhang mit diesem heutigen Tag. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das Thema Open Educational Resources hier auch platzieren darf. Denn wie ihr sehen werdet, ist es eine Bewegung, genauso wie die ganze Open-Bewegung, die auch hier im Bereich der offenen Lehr-Lernmaterialien stattfindet. Wer von Ihnen unterrichtet denn? Also Weiterbildung, Schule, Hochschule. Wer von Ihnen recherchiert regelmäßig nach Lernmaterialien im Internet? Also fast gleich viel. Wer von Ihnen erstellt selbst Lehr-Lernmaterialien und lädt die frei hoch, also zur freien Verfügbarkeit? Das sind dann doch nur noch so vielleicht ein Dutzend. Genau, und darum geht es eigentlich in dieser ganzen Bewegung von Open Educational Resources. Das ist ein kurzer Überblick zu meinem Vortrag, wo ich hoffe, dass ich das alles auch durchbringe in den nächsten paar Minuten. Das ist das offizielle Logo von Open Educational Resources, wie es 2002 von der UNESCO damals etabliert wurde. Was sind Open Educational Resources eigentlich? Das sind freie Bildungsmaterialien, das heißt Lehr-Lernmaterialien, die dank einer entsprechenden Lizenzierung möglichst frei nutzbar, wiederverwendbar, veränderbar sein sollen. Das ist eigentlich schon alles, was dahinter steckt. Das ist vielleicht auch gar nichts Neues, das macht ihr schon. Ihr erstellt Lehr-Lernmaterialien, gebt die weiter und sagt, ja, ja, mach damit, was du willst. Aber der Sinn und Zweck dahinter ist wirklich, dass es eine entsprechende Lizenz hat und man eben nicht extra nachfragen müsste, sondern das wirklich frei verwenden darf. Ja, wie gesagt, das machen Lehrpersonen eigentlich schon immer. Das Erstellen gehört ja auch dazu. Schade ist aber, dass es eben nicht geteilt wird. Und das zeigt vielleicht auch dieser kurze Film. Hey Jochen! Und, was kopierst du heute? Unterrichtsmaterialien für meine 6b. Aber nicht mehr als 20 Seiten pro Buch. Klar, da hält sich ja jeder Kollege dran. Die 20-Seiten-Regel ist ja schließlich Gesetz. Also ich hole mir meine Mathe-Arbeitsblätter ja regelmäßig online. Da gibt's eine Menge OERs. OER? Ja, OER steht für Open Educational Resources. Also freie Lehr- und Lernmaterialien im Internet. Also sowas ähnliches wie Open Office für den Unterricht? Frei klingt gut. Aber die meisten Sachen finde ich doch ohnehin schon im Schulbuch. Ja, aber doch nicht immer passend für deine Klasse. Und auch nicht immer aktuell. Mit den freien Lehrmaterialien hast du einfach einen viel größeren Pool an Aufgaben und Arbeitsblättern, die du benutzen kannst. Freie Fotos, Videos, Quellen, Grafiken, das findest du alles hier. Und vieles davon kannst du auch noch verändern und dann auf deine Klasse oder deine Unterrichtseinheit anwenden. Also ich kann damit machen, was ich will. Das hängt von der jeweiligen Lizenz ab. Also die Materialien stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz. Ah, so ähnlich wie bei Wikipedia oder manchen Bildern bei Flickr? Genau. Und was du mit den jeweiligen Inhalten machen kannst, das legt der Urheber eben mit der Lizenz fest. Also ich muss für jedes Arbeitsblatt aus dem Internet erstmal die entsprechende Lizenz entziffern. Da fahre ich doch mit dem Schulbuch bequemer. Ja, klar muss man sich da ein bisschen einfuchsen. Aber das geht ganz schnell. Also ich stelle meine Arbeitsblätter regelmäßig online. Dann können auch andere Lehrer davon profitieren. Und ich von ihm. Dass sie da mitmachen kann, ist ja schön und gut. Aber wer kümmert sich dann um die Qualität der Inhalte? Gute Frage. Also das ist nämlich so, dass... Also so ähnlich wie bei Wikipedia... Okay, sprechen wir später drüber. Okay. Alles klar. Genau, also der Film
erklärt eigentlich schon sehr, sehr vieles und ich könnte jetzt hier auch wieder aufhören. Aber worum es eigentlich in erster Linie geht, auch mit diesem Vortrag, ist, für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn genau das ist eben nicht weit verbreitet und in der Schweiz noch gar nicht so, im Gegensatz zu Deutschland. Da kommen wir vielleicht dann nachher auch noch darauf zu sprechen. Genau. Danke. Und hierfür gibt es eine sehr schöne Grafik, die das genauso aufzeigt, wie es jetzt auch erwähnt wurde, also dass es wirklich darum geht, die Lehr-Lernmaterialien so zu erstellen oder so verfügbar zu machen mit der entsprechenden CC-Lizenz, dass jede andere sie nutzen kann, wie auch immer, kopieren kann, verwenden kann, verarbeiten kann, das heißt auch etwas Neues daraus mischen kann. Also dieses Remixen ist ein ganz wichtiger Teil und das wissen Sie ja selber auch. Wenn Sie etwas, ein Arbeitsblatt übernehmen, dann müssen Sie es natürlich auch anpassen können auf Ihre Verhältnisse, auf Ihre Schülerinnen und Schüler und es dann auch wieder auf entsprechende Kanäle weiter verbreiten zu können. Also das zeigen hier diese verschiedenen Stufen eigentlich sehr schön auf. Und auf den nächsten Folien habe ich ein paar ganz tolle Buzzwords, die nämlich genau das unterstützen, aber die auch eigentlich die ganze Open-Bewegung darin sehen. Was kann man mit Open Educational Resources nämlich erreichen? Den Freiheitsgedanken fördern, aktiv auch am Bildungsgeschehen teilzunehmen. Das mit den niedrigen bis gar keine Kosten stimmt so natürlich nicht, denn das Erstellen von Lehr-Lernmaterialien ist natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden, aber durch die Möglichkeiten, die auch das Internet oder Technologie generell bietet, ist natürlich das Verbreiten und Wiedernutzen dann entsprechend einfacher. Auch dieser Aspekt des kollaborativen Arbeitens, wie es in Schulen ja auch als Qualitätsmerkmal verbreiteter werden sollte, kann man natürlich mit Open Educational Resources, indem man gemeinsam an Lehr-Lernmaterialien arbeitet, diese dann auch gemeinsam vielleicht weiter verbreitet, sehr schöne Sachen machen. Und schlussendlich fördert es auch die Ideenvielfalt. Da komme ich dann am Schluss noch auf diese pädagogische Perspektive darauf zu sprechen. Schön und gut, das wäre alles toll, aber es ist, oder wie Sie vielleicht an Ihrer eigenen Schule sehen, nicht wirklich die Praxis. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Es wurde auch schon Forschung in diesem Bereich betrieben. Was sind die Anreize, dass ich überhaupt meine Lehr-Lernmaterialien zur Verfügung stellen sollte? Oft sind Lehrpersonen auch gehemmt oder sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob dann werde ich kritisiert und so weiter. Oder was ist mit der Qualität? Oder ich habe dann doch nicht alles rechtlich abgeklärt. Also gerade wenn man Bilder verwendet, müssen die Lehr-Lernmaterialien, die zur Verfügung gestellt werden, natürlich auch die entsprechenden Lizenzen haben, sodass sie bearbeitet oder weiterverwendet werden dürfen. Es gibt verschiedene Akteure, die in diesem Bereich tätig sind, also Verlage, Schulbuchverlage, Lehr-Lernmaterialien von den Verlagen, Lehrmittel, die sowieso obligatorisch sind, die vielleicht dem Open-Gedanken dann wiederum widersprechen. Was ist die Motivation? Die Formatevielfalt spielt natürlich auch eine Rolle, wenn Lehr-Lernmaterialien, das kann alles Mögliche sein, von Videos über einfache Arbeitsblätter als Word-Datei bis hin zu ganzen Kursen, die auch als Open Educational Resources veröffentlicht werden. Nichtsdestotrotz gilt es eben genau deswegen, verschiedene Perspektiven sich anzuschauen. Und das sehen wir hier auf dieser nächsten Grafik, was eigentlich alles mitspielt in diesem Bereich. Und das sind eben nicht nur jetzt technische Aspekte, wie erstelle ich etwas oder wie kann ich es weiter verbreiten, sondern ganz viele andere Dinge, die da mitspielen. Das eine ist das Rechtliche, dass eben genau dadurch, dass man etwas als OER, als Open Educational Resource kennzeichnet, der rechtliche Rahmen abgesichert ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was auch das Grundprinzip von OER schließlich ausmacht. Dass ich hier die entsprechende Lizenz habe, nicht extra nachgefragt werden muss, ich mir nicht überlegen muss, darf ich jetzt das verwenden oder nicht, sondern der Ersteller ganz klar sagt, wie das verwendet werden darf. Das ist ja nichts anderes, wie man es auch aus der Open Source Community kennt. Also das geht hier in eine ganz ähnliche Richtung. Die technischen Möglichkeiten, was ich schon erwähnt habe, ups, das war eine zu viel, dass hier
die technischen Möglichkeiten gegeben sein sollten, seien dies Plattformen, da komme ich dann ganz am Schluss noch darauf zu, wo stelle ich das zur Verfügung, gibt es vielleicht da technische Absicherungen, die ich haben kann für meine Lehr-Lernmaterialien, werde ich dort auf der Plattform unterstützt, bis hin zu, wie ist die Plattform aufgebaut, wo ich das verbreiten kann. Wirtschaftliche Aspekte sind natürlich immer auch Verlage, die dahinter stecken, auch viele Verlage sind in Deutschland, gibt es einige, die wirklich auch freie Lehr-Lernmaterialien zusätzlich zu ihren anderen Angeboten zur Verfügung stellen, die man frei runterladen kann, die dann auch mit einer entsprechenden Lizenz vergeben sind, was man eigentlich damit machen darf. Also auch da geht die Bewegung hoffentlich in die richtige Richtung. Politisch gesehen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier bin, ist noch sehr, sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Wir sind von diesem Thema, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt schon mal den Begriff OER gehört haben, noch weit entfernt an Schulen, an Hochschulen, auch in Weiterbildungsinstitutionen. Das hat auch damit zu tun, dass die Bewegung eher bottom-up geschieht, also aus der Praxis heraus, wie wir das vielleicht jetzt auch an der pädagogischen Hochschule vorantreiben wollen, wie es in einzelnen Schulen vielleicht vorangetrieben wird. Da ist in der Schweiz noch keine Förderung jetzt von top-down, also dass man das auch strategisch irgendwie auf eine Bundesebene heben würde. Im Gegensatz zu Deutschland, da wird im Moment sehr viel Geld reingebuttert, genau in dieses Thema. Also da gibt es ein sehr großes Projekt, eine ganze Plattform, die entwickelt wurde zum Thema Open Educational Resources mit allen Akteuren zusammen, mit vielen Tagungen, die stattfinden. Und Österreich ist eigentlich ein bisschen auf dem ähnlichen Weg. Da ich von der PH selber bin und in der Fachstelle Digitales Lehren und Lernen und Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medienbildung eins meiner Hauptgebiete ist, ist natürlich der pädagogische Aspekt etwas, wo ich noch kurz darauf eingehen möchte. Was ist die didaktisch-pädagogische Perspektive auf offene Lehr-Lernmaterialien? Was für Chancen bietet das auch? Also es geht nicht nur darum, dass Sie selber Arbeitsblätter erstellen und diese dann so gestalten, dass Sie sich auch irgendwo auf eine Plattform laden können. Nein, Sie können natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen und das auch nutzen, um den Lernprozess zu fördern, indem sie gemeinsam beispielsweise mit den Schülerinnen und Schülern Lehr-Lernmaterialien erstellen und diese sich dann auch aktiv damit auseinandersetzen. Also wirklich hier das auch zum Lernen benutzen. Es erlaubt unterschiedliche Zugänge. Also wie gehe ich auf etwas zu? Erstelle ich ein Video, das ich dann möglichst frei zur Verfügung stellen möchte? Oder lade ich ein Video runter und möchte das dann so verändern, dass es auf meine Klasse passt oder auf meine Aufgabenstellung passt? Also auch hier bietet es sehr viele Möglichkeiten, um auch das individualisierte Lernen zu fördern und nicht einfach nur das Lehrmittel zu nehmen und dann hieraus nichts weitermachen zu können, weil es zu starr ist. Ein anderer Aspekt, auch im Rahmen der Qualitätsentwicklung oder Schulentwicklung generell, die Zusammenarbeit zu fördern zwischen den Lehrern. Also klar ist es so, dass sie sich auch untereinander schon austauschen, auf der gleichen Stufe die gleichen Arbeitsblätter erstellen, aber hier könnte man noch sehr viel mehr machen mit einer entsprechenden Strategie, und dann hier wirklich auch die Arbeitsteilung etwas zu erleichtern. Gehen wir nochmal zurück. Was noch kommt, also was ich in den letzten paar Minuten, ich kann hier nicht allzu viel zeigen, aber ich möchte Ihnen nur einen Eindruck geben, was es eigentlich alles schon gibt an Plattformen. Viele davon sind jetzt, das sind jetzt eigentlich vor allem die aus dem deutschsprachigen Raum. Ich habe die jetzt auf den Folien nicht verlinkt, aber da können Sie gerne, oder lade ich Sie herzlich ein, einfach mal in die eine oder andere reinzuschauen. Da gibt es fachspezifische Portale, die zum Beispiel wie das erste oben für den Geschichtsunterricht Lehr-Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Also es ist wirklich eine kollaborative Plattform, wo Lehrpersonen aus allen Gebieten, also aus allen Ländern, deutschsprachigen, ihre Lehr-Lernmaterialien zur Verfügung stellen und diese dann auch wieder genutzt werden können. Das größte Portal im deutschsprachigen Raum ist wahrscheinlich etwa das zum.de, das ist eine Wiki-basierte Plattform,
wo man auch Lernmaterialien downloaden kann, aber im Wiki, also in der Wiki-Sprache dann das Ganze aufgebaut ist. Auch da haben Sie wieder den kollaborativen Aspekt dabei. Dann gibt es Plattformen, die Kurse anbieten, wie iMOOCs oder MOOIN, wo man MOOCs, also diese Massive Open Online Courses, besuchen kann. Frei, also kostenlos, aber auch die Materialien, die in diesen Kursen entwickelt wurden, das sind Videos, das sind Unterlagen, das sind Forenbeiträge, alle unter einer offenen, sehr freien CC-Lizenz stehen, dass man das genauso auch wieder nutzen und verändern darf. Also das Offene im Offenen eigentlich. Wie sieht es in der Schweiz aus? Das ist die letzte Folie. Da gibt es noch nicht so sehr viel Spezifisches, was wirklich als OER gekennzeichnet ist. Ich habe hier einige Sachen zusammengestellt. Das ist keine abschließende Liste, es gibt bestimmt auch noch mehr. Das sind so diejenigen, die am bekanntesten sind, die Plattformen. Auch jetzt im Bereich Lehrplan 21 und der ganzen Thematik von Medien und Informatik haben wir hier zwei, wobei man eben sagen muss, dass die Lehr-Lernmaterialien nicht immer explizit als OER gekennzeichnet sind. Also sie haben dann nicht diese Lizenzen, aber die Lehr-Lernmaterialien stehen zur Verfügung. Da lade ich Sie auch gerne herzlich ein, sich das mal anzuschauen. Das war ein ganz, ganz kurzer Abriss zu diesem Thema. Wenn Sie selbst an Schulen sind, dann verbreiten Sie das Thema auch weiter. Es geht wirklich hier um diese Sensibilisierungsarbeit, dass das Konzept von diesen Open Educational Resources ankommt an den Schulen, dass man diese offene Bildungsarbeit wirklich auch in den nächsten Jahren noch mehr fördern kann. In der Schweiz, wie gesagt, gibt es noch nicht so viel. Es wird aber nächstes Jahr, Anfang Jahr, eine erste Konferenz geben zum Thema Open Educational Resources. Sie können sich das Datum gerne vormerken. Da werden auch international Leute eingeladen für Vorträge bis hin zu Workshops oder auch Barcamps, die dann stattfinden werden, um hier das Thema wirklich auch ein bisschen voranzutreiben. Wenn noch Zeit für Fragen ist, gerne, sonst bin ich auch in der Mittagspause noch da oder Sie können mich einfach sonst kontaktieren. Vielen Dank. Sehr cool. Das ist wirklich etwas Spannendes. Das passt natürlich optimal zum Open Education Day und mich freut es auch sehr, dass ihr da schon Events am Planen seid. Ich hoffe, ihr kommt dann nächstes Jahr trotzdem wieder auch hierhin. Jetzt gibt es gerade Fragen aus dem Publikum zum Thema Open Educational Resources. So quasi das Wikipedia für offene Lerninhalte. Hat jemand schon Erfahrung damit? Nein, wir brauchen das Mikro für die Aufnahme, oder? Damit Sie immer und ewig auf YouTube sind. Ja, Michael Beuter aus Deutschland von einem Landesbildungsserver dort für Sachsen-Anhalt. Eins fehlte mir bei der Übersicht für Deutschland, und zwar ist das der deutsche Bildungsserver. Der ist so ein bisschen das Dach und bündelt beispielsweise über die Schnittstelle namens Elixir alle Inhalte, die die Landesbildungsserver als OER zur Verfügung stellen. Der Bildungsserver, für den ich arbeite, also Sachsen-Anhalt, da sind sämtliche Inhalte, die wir auf der Weboberfläche haben, komplett OER. Also alles, was dort ist, ist lizenziert und das Ganze seit Jahren. Also man kann das, wir können uns nachher gerne auch noch ein bisschen drüber unterhalten, es ist so ein bisschen ein jahrelanger Prozess. Man muss irgendwann anfangen und mittlerweile, nachdem wir jetzt so, naja, 5, 6, 7 Jahre so arbeiten, kann man auch so ein paar Früchte ernten. Also man bekommt dann eben Inhalte auch komplett als OER hin. Vielleicht ergibt sich da der Kontakt. Weil Sie es erwähnt hatten, hat so ein bisschen verloren, was in dieser Richtung arbeitet, weil die Qualität meist nicht so ist. Okay, danke für den Hinweis. Ja. Ich nehme das gerne noch auf. Ich muss nämlich auf meinen Folien auch noch eine CC-Lizenz ergänzen, habe ich noch vergessen. Daher muss ich sowieso noch mal eine neue Version schicken. Danke. Sehr gut. Ja, dann noch eine letzte Frage, ja, oder Kommentar, Basil. Also und dann gibt es auch so Trittbrettfahrer, es gibt zum Beispiel eine Firma in Schaffhausen, da kann man Arbeitsblätter austauschen und hochladen und verändern und weiß ich nicht was. Und im Kleingedruckten steht, dass jedes Arbeitsblatt, das dort hochgeladen ist, ist proprietär und gehört dieser Firma. Also da treiben sich auch Scharlatane herum und die sammeln da wirklich Material zusammen und klauen zum Teil auch. Die haben von thymio.org haben sie Lernmaterial
geklaut und dann mit einem Copyright versehen und verkaufen das. Also, ich nenne jetzt die Firma nicht. Okay, das ja, das ist eine üble Sache. Was gibt es da für Reaktionen oder Maßnahmen dagegen? Ja, im Moment noch nicht viele, aber eben wenn es so Einzelbewegungen ist, müsste man dem eigentlich schon nachgehen. Aber es gibt halt auch keine Stelle jetzt hier in der Schweiz, die genau das dann machen würde oder das in diese Richtung dann geht. Aber das hat auch damit zu tun, eben das kommt dann so von bottom up. Das sind kleinere Initiativen und nichtsdestotrotz ist genau das Thema Informations- und Medienkompetenz wichtig, dass wenn man solche Sachen nutzt, genau schaut, ist es jetzt wirklich frei verwendbar oder eben nicht. Und das hilft mit Plattformen natürlich, die dann eine gewisse Qualitätssicherung schon mitgeben, hilft das natürlich enorm. Das heißt, solche Sachen wie jetzt CeBIS oder Me4U, wo dann wirklich auch dahinter jemand ist, der das Ganze auch besser kontrolliert.